angenehm warm. Spürst du diese Wärme nur in deinen Fußsohlen oder geht die auch weiter in deinem Körper hinauf? Ah, jetzt wo du es sagst, merke ich, die geht bis zu den Knien. Ist dir das angenehm? Und so können wir Körpergefühle mit weiter tracken und damit auch tiefer in die Entspannung und in eine tiefere Gewebskommunikation mit hineinführen. So folge ich gerade ihrer Bewegung. Ich bewege mich nicht selber, sondern wir fangen an, durch ihren Rhythmus, ihre Impulse zu tanzen. So, I don't really move myself. I just follow what she is doing right now. And maybe after a while, bringing in my impulses too. So, for example, this little movement, inhaling, exhaling, seeing she's mostly been working from side to side, so I engage into these directions. Like the basic technique is more push or pull, but I don't know if that's Silke's favorite. Also schaue ich so, ist das hier für wirklich ihr Favorit, kann ja nachfragen, oder ist es das hier vielleicht? Und beides fühlt sich so an, als wäre das nicht ganz passend. Wie ist das für dich, Silke? Bisschen wechseln ist gut. Also arbeite ich mehr von Seite zu Seite. Auch genau das, was sie durch ihre Berührung, ihre Bewegung schon mit angegeben hat. So können wir immer mehr genauer mitbekommen, was jemand braucht und genau darauf antworten. Und mal schauen, wie sie das hier findet, wenn ich ihr schnellere Impulse gebe von Seite zu Seite. In diese unendliche Welle, diese stehende Welle in ihrem Körper, finde ich eine Frequenz, gerade die finde ich zum Beispiel ganz gut, die wirklich zu ihr passt, und holt euch da nachher gerne auch einfach wieder Feedback. So, take a look if there's an infinite wave occurring in her body and just flowing through. Ask for feedback at the beginning, to be sure that it's really something she likes and not just disturbing her. Dann gehen wir weiter und legen die Fingerspitzen mit an die Kniekehle. Die mittlere Wade von hinten. Und ich lasse meine Hände entspannt auf meinem Oberschenkel liegen, wie wir das schon öfters gemacht haben. Und ihr Beingewicht massiert sie selber. Meine Finger stehen nur entspannt auf. So I rest the back of my hand on my thigh and just lean from one side to the other, so her weight acupressures herself. And as mentioned in the guided practice, this almost looks like walking. And for some people in a flight response, that's quite helpful to release that energy. It's the movement, and it's along one of the muscles which are really there for jumping. Musculus plantaris. Wir arbeiten hier an dem Musculus plantaris, oder auf Deutsch dem Sprungaffenmuskel, der dafür da ist, einen Satz zu machen und abhauen zu können, genau entlang, und kombiniert mit dieser Bewegung, die dem Laufen sehr ähnlich ist, löst das häufig diese Fluchtenergie, die vielleicht noch gestaut ist. Manchmal ist es gut, dann danach auch wieder Druck zu geben und aktiv zu arbeiten, wie wir es heute Mittag gemacht haben. Diesmal werde ich das mit rauslassen.